Possiamo iniziare, direi. Guten Abend. Guten Abend und danke, dass Sie da sind. Ich möchte mich bei den Innenministern von Italien und Deutschland. Sie haben uns die Ehre gegeben, diese wichtigen Themen hier heute Abend beim Rimini-Meeting zu besprechen. Also das sind Themen, die die Öffentlichkeit in Europa mit großer Aufmerksamkeit folgen. Links sitzt Thomas de Maizière. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und Angelino, Alfano, der italienische Innenminister. Vielen Dank, Minister Alfano. Minister Alfano und de Maizière kennen sich sehr gut. Deswegen haben wir uns gedacht, es ist vielleicht besser für uns, nicht zwei unterschiedlichen Reden zu halten, sondern dass Sie Fragen und Antworten haben, dass Sie also bestimmte Themen besprechen, so dass Sie auch das besser vermitteln können. Oft sagt man von den Reden in Europa, dass Europa nicht gut funktioniert. Wir haben einige Zeichen davon in Bezug auf das Thema Einwanderung und Flüchtlinge. Es gab einen Artikel von dem New York Times, das wurde letzte Woche veröffentlicht, und die Zahlen, die dieser Artikel gab, waren beeindruckend. Griechenland, das ist ein Land, das seit Jahren in sehr schwierigen Bedingungen wohnt, hatte auch Verpflichtungen seitens anderer europäischen Ländern in Bezug auf das Thema Flüchtlinge. In Griechenland gibt es heutzutage ungefähr 57.000 Flüchtlinge in Saloniko und in anderen Städten, in anderen Orten. Die europäischen Regierungen hatten sich verpflichtet, die sogenannten Verteilungen von Flüchtlingen unter den verschiedenen europäischen Ländern. Diesen sogenannten Relocation haben nur eine Kleinteil, eine Minderheit der Leute betrifft, die also in Griechenland sitzen. Das Unterstützungspersonal, zum Beispiel die Dolmetscher und die Retter, die der griechischen Regierung versprochen wurden, sind nur zu einer minderen Teil gekommen. Und ich möchte jetzt de Maizière fragen, wo sitzen wir jetzt in Bezug auf das Relocation-Thema, in Bezug auf die Verteilung von Flüchtlingen und Migranten? Das hätte eine Säule der europäischen Politik zum Thema Einwanderung. This is something that also concerns us in Italy. Relocations was a pillar of EU policy on migrations. So where do we stand? True. Wie wird das übersetzt? Geht das? Das ist okay. Gut, dann möchte ich gerne zunächst lieber Angelino sagen, ich bedanke mich sehr für die Einladung zu diesem bedeutenden Treffen. Ich habe davon schon viel gehört. Ich habe jetzt gedacht, hier sitzen 50 politikinteressierte junge Menschen und die anderen sitzen am Strand. Aber die Halle ist voll, das Interesse ist groß und das freut mich sehr. Wir werden ja sicher noch auf viele Fragen zu sprechen kommen. Ich möchte nur einen Satz vorweg sagen. Das Flüchtlingsthema kann man von zwei Seiten betrachten.
vom Herz und vom Verstand. Ich bin ein evangelischer Christ und aus christlicher Verantwortung. Wenn wir die Geschichte vom barmherzigen Samariter hören, wenn wir wissen, wie reich wir sind in Europa, dann ist das Herz groß, viele Flüchtlinge aus der ganzen Welt in Europa und Deutschland aufzunehmen. Wenn wir es nur von unserer Interessenlage sehen, der italienischen oder deutschen Interessenlage, sieht die Welt anders aus. Viele Flüchtlinge scheinen nicht willkommen zu sein. Das kostet uns Geld, das kostet Verfahren. Das Flüchtlingsthema spaltet die Gesellschaft. Und wir haben uns auch in Europa zerstritten. Nun müssen wir in der Politik eine gute Mischung finden von Herz und Verstand. Von dem, was unsere humanitäre Verantwortung einerseits ist und was auch Europa tatsächlich schultern kann. Und dieser Ausgleich zwischen Herz und Verstand, oder um es christlich zu sagen, zwischen Glauben und Interessen, der ist nicht leicht. Und wir Innenminister Angelino und ich und unser französischer Kollege und unsere Schweizer Kollegin, unser österreichischer Kollege, wir müssen die Spannung auch aushalten. Und wenn wir die eine Seite zu sehr betonen, werden wir von der anderen kritisiert. Aber das ist unser Job. Wir müssen eine Balance finden. Jetzt zum Thema Relocation, und das hat damit auch zu tun. Wir könnten sagen, die Dublin-Verordnung sieht vor, dass Spanien, Italien und Griechenland alle Lasten alleine tragen müssen. Und jeder, der nach Deutschland kommt, wird nach Italien zurückgeschickt. Italien sagt umgekehrt, es kann ja nicht sein, wenn wir am Süden Europas liegen und über das Mittelmeer kommen mit kriminellen Schleppern die Menschen. Und die Lage in Libyen ist kompliziert. Dann kann Europa uns nicht alleine lassen. Dann brauchen wir die Solidarität Europas. Darüber haben wir lange gestritten. Auch Deutschland und Italien. Und Italien und Deutschland. Dieser Streit ist jetzt beendet. Es gibt keinen Unterschied mehr. Und wir haben einen Beschluss herbeigeführt im letzten Herbst, dass alle europäischen Staaten sich über Relocation an der Last, die Italien und Griechenland zu tragen haben, beteiligen. Und jetzt fragt unser Moderator, aber das ist ja nicht zustande gekommen. Und das stimmt, im kleinen Umfang aus Griechenland und in noch kleinerem Umfang aus Italien. Ein Hintergrund ist, dass wir Deutschen um Verständnis bitten, dass wir so viele Menschen aufgenommen haben im letzten Jahr, ungefähr 1 Million, dass es für uns wichtiger war, diese Million zu versorgen. Und so haben wir Relocation aus Italien nur ungefähr 20 aufgenommen. Aber das entspricht nicht unserer Verpflichtung und Solidarität, die wir versprochen haben.
Und Angelino und ich haben eben gesprochen. Angelino hat mich darauf angesprochen. Und deswegen werden wir jetzt beginnend ab September jeden Monat mehrere hundert im Relocation nach Deutschland aufnehmen. Und ich hoffe, das ist ein gutes Beispiel für andere Staaten in Europa. Also ich glaube, wir haben diese Diskussion angefangen mit einer Nachricht. Das ist sehr interessant, eine sehr interessante Nachricht. Und zwar, Deutschland ist offen, sich mit Flüchtlingen auch von Italien zu akzeptieren. Was meinen Sie davon, Minister Alfano? Was halten Sie davon? Vielen Dank. Danke, Herr Fubini, für die Arbeit. Danke für die Arbeit, die Sie auch heute Abend machen, unser Gespräch zu koordinieren. Und danke an die Teilnehmer an diesem Rimini-Meeting. Ich bin hier schon seit ein paar Stunden und auch dieses Jahr habe ich gesehen, dass es eine große Leidenschaft herrscht, unter so vielen Teilnehmern diese Organisation zu leisten. Das hat nichts zu. Es gibt nichts vergleichbar mit dem Rimini-Meeting in unserem Land. Ich will klar und bündig sein. Heute müssen wir eine Wahl treffen. Und zwar sollen wir uns entscheiden, ob wir in Europa bleiben wollen oder Europa verändern. Die europäische Debatte bezieht sich auf diese zwei Haltungen, auch in der nationalen Debatte. Es gibt Leute, die also Europa verlassen wollen und es gibt Leute, die Europa verändern wollen. Meine Meinung ist folgende. Ich gehöre zu denen, die nie und nie Europa verlassen werden, diese Europa. Das ist eine Frage, nicht eine Frage von Nostalgie, als ich ein junger Student war oder ein junger Schüler war und die Professoren mich fragten, über Europa zu sprechen. Ich will anderes ausdrücken. Ich bin 1970 geboren und ich habe nur Frieden und Wohlstand erfahren. Mein Vater ist 1936 geboren, er ist 80 Jahre alt. Als kleines Kind hat er den Zweiten Weltkrieg erlebt. Mein Großvater, den habe ich nicht kennengelernt, der ist die zwei Weltkriege vom letzten Jahrhundert erlebt. Und der Vater von meinem Großvater hat die Kriege, die zwei Weltkriege und die anderen vorherigen Auseinandersetzungen erlebt. Und das geht auch zurück. Seitdem der Zweite Weltkrieg zu Ende ist und wir Europa haben, haben wir Frieden. Seitdem wir Europa haben, haben wir Wohlstand. Frieden und Wohlstand haben einen Synonym und dieses Synonym ist Europa. Wir können auf Europa nicht verzichten, ohne dabei auf Frieden und Wohlstand zu verzichten. Seitdem wir Europa haben, haben wir, wie gesagt, Frieden und Wohlstand gehabt. Und das ist die Wahrheit. Das bedeutet alles, dass alles gut geht. Das bedeutet, dass wir Europa wollen, genauso wie Europa heute vor unseren Augen steht. Wir wollen Europa verändern, aber ich glaube, dass niemand vernünftig denken kann, Europa zu verlassen. Und zwar dieses Kontinent, diesen Kontinent, das uns Frieden und Wohlstand geschenkt hat. Ich habe keinen Verdienst über diesen Frieden. Es gibt Leute, es gibt Menschen, die gestorben sind, um uns Frieden zu schenken. Ich habe keinen Verdienst von dem Wohlstand, den wir von unseren Vätern gekämpft haben und die Armut erlebt haben. Aber ich habe eine andere Verpflichtung, und zwar die Tatsache, dass ich das Beste, mein Bestes machen muss, um diese Freiheit zu verteidigen. Alles, was um uns herum erfolgt, sagt uns, dass diese Freiheit nicht normal ist. Jeden Tag müssen wir diesen Frieden und diese Freiheit verteidigen. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir einen Tag erreichen, in denen wir sagen werden können, dass wir, an dem wir eigentlich das verteidigen hätten sollen, wir nicht gemacht haben. Europa ist genau dies und Europa ist genau das, was wir verbessern
und verteidigen sein werden müssen, weil wir bewusst sind, dass es jemanden gegeben hat, der uns Europa geschenkt gegeben hat. Und außerdem möchte ich auch Folgendes hinzufügen. Wir haben eine Aufgabe vis-à-vis dem Thema der europäischen Integration. Und zwar, wir sollen festsetzen und uns, also wir sollen uns entscheiden, ob wir in Europa einig sein wollen oder uns kämpfen. Relocation, also diese Verteilung der Flüchtlinge, bedeutet, dass, also wenn jemand in Lampedusa anlandet, bedeutet das, dass dieser Mensch nicht nach Italien kommen soll, sondern in Lampedusa, in Europa. Das heißt also, wenn man als Flüchtling ist, dann soll der Flüchtling in ganz Europa verteilt sein soll. Europa basiert auf zwei Grundsätze: Verantwortung und Solidarität. Verantwortung bedeutet praktisch, dass jeder Mensch, der in Europa ankommt, muss registriert werden. Es gehört zu der Verantwortung Italiens, dass jemand, der in Europa ankommt, registriert sein muss und deren Identität muss klar sein. Gleichzeitig aber verdienen wir uns Solidarität. Es gibt arme Leute, entsetzte Leute, die durch das Mittelmeer gefahren sind, nicht weil sie Sizilien lieben, bloß weil sie nach Europa fahren wollen. Und Europas Antwort muss eine solidale Antwort sein. Europa muss sagen, das ist eine europäische Grenze. Und diese Grenze ist eine Grenze zu Europa. Und das bedeutet also eine Relocation und eine faire Verteilung der Flüchtlinge, die in Italien anlanden, in ganz Europa, sodass diese Flüchtlinge in allen europäischen Mitgliedstaaten empfangen werden. Also das, was mein Kollege Thomas de Maizière gesagt hat, und ich bedanke mich bei ihm, dass er da ist, das ist ein Zeichen der Freundschaft zu uns und zu den Leuten der Meeting von Rimini. Also danke, dass Sie da sind. Also er hat uns eine große Nachricht gegeben und zwar, er hat uns gesagt, dass also wenn Deutschland dieses Relocation-Verfahren neu startet, dann wird niemand in Europa es geben, der das nicht machen muss. Die historische Wahrheit ist es, dass es im Jahr 2015 Deutschland über 1 Million Flüchtlinge empfangen hat. Über 1 Million Flüchtlinge sind nach Deutschland gefahren. Und wenn Deutschland zusätzlich zu diesen Flüchtlingen auch die Flüchtlinge, die also von dieser fairen Verteilung auf europäischer Ebene empfängt, dann wird es keine Verantwortung geben seitens anderer Mitgliedstaaten, die das nicht machen, weil Deutschland mehr als 1 Million Flüchtlinge empfangen hat. Und noch was Letzteres zu Deutschland. Also die Dinge, die macht man, um gewählt zu werden, aber vorwiegend, weil man auf der richtigen Seite der Geschichte sein muss. Die Kanzlerin Angela Merkel hat das Risiko gelaufen, weniger Wahlen zu haben, aber sie hat als eine große Leaderin in Europa agiert. Und unser Gast heute soll anerkennen, dass auch Angela Merkel hat ein großes Risiko gelaufen, weil auf diese Art und Weise steht jetzt Deutschland auf der richtigen Seite der Geschichte, auf der Seite von denen, die ärmeren und entsetzten Leute der Welt empfängt. Und wir hoffen, wir werden dann auch die Stärke haben werden, die illegalen Flüchtlinge wieder nach Hause zu schicken, aber erst danach, dass wir die Flüchtlinge empfangen haben. Es gibt eine Ausstellung. Wenn Sie diese Ausstellung noch nicht gesehen haben, dann ist es wirklich empfehlenswert. Das ist eine Ausstellung über Migranten. Und diese Ausstellung sagt uns vieles über die Angst, die Leute oft vor Migranten haben. Und diese Ausstellung zeigt, dass auch Migranten gut integriert sein werden. Ich habe ein großes Privileg heute Abend. Zwei Minister sitzen neben mir. Ich möchte über dieses Thema sprechen. In Deutschland haben sie in den letzten Monaten ein Gesetz verabschiedet,
für einen Weg von Vocational Training, Sprachlernen und Integration der Migranten. Und es ist auch ein Weg von, also mit Sanktionen sozusagen, für diejenigen, die nicht akzeptieren, diesen Weg zu folgen. Also es gibt bestimmte Mittel zur Integration. Dieses Thema kommt nicht in unseren Zeitungen. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für die lokalen Gemeinschaften. Und das ist sehr sozusagen topical, auch in Italien. Wir haben auch in Italien viele, viele Menschen, die auf den Booten durchs Mittelmeer in Italien angelandet sind. Das sind Leute, die unsere Sprache nicht beherrschen. Sie haben keinen Job und wir sollten ihnen Instrumente geben. Wir haben sie schon zur Verfügung, um sie zum Beispiel Italien lernen zu zwingen und einen Job zu erlernen. Also meine Frage an Minister de Maizière ist folgende. Können Sie uns bitte erklären, wie diese Mechanismen, diese europäischen Mechanismen funktionieren? Und ich weiß, dass Minister Alfano diese Themen mit großer Aufmerksamkeit folgt. Und ich möchte auch seine Meinung, die Meinung von Minister Alfano haben, über das, was man in Italien gerade macht zu diesem Thema. Wir haben in Italien viele lokale Gemeinschaften, die praktisch nichts machen und sie warten einfach, dass ihre Prozeduren bürokratisch absolviert werden. Herr Minister, Sie haben das Wort. Jetzt möchte ich mich bei Angelino herzlich bedanken für die freundlichen Worte, die er für unser Land und für die Bundeskanzlerin und für mich gefunden hat. Und wir können das nur zurückgeben. Das Flüchtling, Angelina hat darüber gesprochen, dass Europa wichtig ist, weil Europa den Frieden gesichert hat. Das stimmt. Aber ich füge hinzu, es gibt noch andere Gründe für Europa zu sein. Wir können das Migrationsthema nicht alleine lösen. Kein Land in Europa allein. Wir können den Kampf gegen den Terrorismus nicht alleine lösen. Wir können keine IT-Sicherheit herstellen, nur für Italien oder Deutschland. Und wir können auch keine äußere Sicherheit alleine gewährleisten. Die Brexit-Entscheidung ist vielleicht eine Chance, dass wir lernen, wie man Europa besser machen kann, damit nicht in unseren Ländern ähnliche Mehrheiten entstehen. Nun zum Thema Integration. Das ist jetzt nicht so sehr ein europäisches Thema, das ist ein sehr starkes Thema, was wir in den Nationalstaaten entscheiden müssen. Und wir haben in der Tat jetzt zum ersten Mal in unserer Geschichte ein Integrationsgesetz verabschiedet. Die erste Frage ist, an wen richtet sich dieses Integrationsgesetz? Nicht an alle, die nach Deutschland gekommen sind. Wenn wir allen, die nach Deutschland gekommen sind, sagen, ihr werdet integriert, ihr bekommt Sprache und Arbeit, dann hat das einen großen Sogeffekt, wie wir sagen. Und das wollen wir nicht. Deswegen wollen wir diejenigen integrieren, die, wie wir das nennen, eine Bleibeperspektive haben. Oder wie wir das in Europa nennen, die schutzbedürftig sind. Diejenigen, die nicht schutzbedürftig sind, die nicht von Krieg und Verfolgung kommen, die nur ein besseres Leben haben wollen, die wollen wir nach einem schnellen Verfahren wieder zurückführen in ihre Heimatländer. Und auch das geht übrigens in Europa europäisch besser als nationalstaatlich. Aber es werden viele für einige Jahre bleiben, etwa aus Syrien. Und da gibt es eine ganz klare Alternative. Entweder sie tun nichts oder sie dürfen nicht arbeiten. Sie bekommen ein bisschen soziale Hilfe. Dann wird auf Dauer dort große Unzufriedenheit entstehen. Parallelgesellschaften.
Unsicherheit, Radikalisierung und Abneigung der deutschen Bevölkerung, die sagt, die kriegen Geld und tun nichts. Deswegen liegt es auch im Interesse der, wie wir das nennen, Aufnahmegesellschaft, dass diejenigen nochmal, die eine Bleibeperspektive haben, die schutzbedürftig sind, dass sie sich in die deutsche Gesellschaft integrieren können. Wir bieten Sprachkurse an. Wir verpflichten solche Migranten zur Teilnahme am Sprachkurs. Wie eine Schulpflicht. Wir wollen sie in Arbeit vermitteln. Wir bringen ihnen nicht nur die Sprache bei, sondern auch, wir erklären ihnen, wie deutsche Kultur und deutsche Gesetze funktionieren. Das ist ein Gesetz nach dem Motto, fördern und fordern. Wenn wir etwas anbieten, dann können wir auch verlangen, dass das, was wir anbieten, angenommen wird. Wenn wir Menschen Schutz bieten, dann können wir verlangen, dass sie sich an die Gesetze in Deutschland halten. Dass das Gesetz über der Scharia steht. Und dass sie selber arbeiten wollen. Das ist das, was wir mit dem Integrationsgesetz machen. Das kostet viel Geld. Aber wir glauben, dass das weniger Geld kostet, als wenn wir nichts tun. Weil die sozialen Kosten einer unterlassenen Integration sind teurer als die Kosten für gelingende Integration. Das ist eine Erfahrung, die wir mit vielen Jahren Zuwanderung aus Europa gemacht haben, insbesondere aus der Türkei. Ohne Sprache ist Integration schwierig. Und wir waren alle in der Schule und wir waren gerne in der Schule. Aber manchmal hat ein bisschen Druck eines Lehrers auch geholfen, dass wir besser gelernt haben. Die Menschen sind nun mal so. Und deswegen werden diejenigen, die an solchen verpflichtenden Kursen nicht teilnehmen, weniger Geld bekommen. Das ist Fördern und Fordern. Und so hoffen wir, dass wir diejenigen, die nicht schutzbedürftig sind, wieder dazu bringen, unser Land zu verlassen. Und diejenigen, die schutzbedürftig sind, so integrieren, dass sie arbeiten, unsere Sprache können, nicht radikalisiert werden und dann entscheiden können, ob sie, wenn es Frieden in Syrien gibt, wieder zurückgehen oder nicht. Und wir glauben, das ist in Deutschland der richtige Weg. Das war sehr interessant, Herr Minister. Wir können sagen, dass es ist praktisch das sogenannte moderne Welfare, dieses Fördern und Fordern. Was halten Sie von der Einführung von zum Beispiel bestimmte Sozialbeiträge an Asylbewerber, die es in Italien gibt, die zum Beispiel nicht akzeptieren, Sprachkurse oder Vocational Training Kurse an diesen Kursen teilzunehmen. Und zwar in der Zeit, wenn ihre Files von der Verwaltung analysiert werden. Ich bin der Meinung, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen. Und die Zukunft der europäischen Integration wird von dieser Herausforderung hängen. Wir sollen uns entscheiden, ob wir die europäische Integration als die Vergangenheit einer Illusion oder die Zukunft einer Hoffnung erleben wollen. Wenn wir diese als die Vergangenheit einer Illusion erleben werden, dann bleiben unsere
bleibt unsere Angst mit uns. Und wir sollen also denken, dass wir alleine stärker als der Terrorismus, stärker als der Hunger in Afrika, stärker als die Angst vor Kriegen, wegen der viele Kinder und ihre Mütter aus ihrer Heimat fliehen. Ich gehöre zu denen, für die Europa die Zukunft einer Hoffnung bedeutet und nicht die Vergangenheit einer Illusion. Wir haben hier diese Papiere und das ist von zentraler Bedeutung. Für viele, viele Jahre haben wir uns enttäuscht. Wir haben gedacht, dass der Markt und die Währung Europa darstellen, dass die Einzelwährung, dass der Markt, dass der Abfall der Grenzen und der Handel Europa und das europäische Volk darstellten. Aber dies war nicht der Fall. Der Markt und die Währung entsprechen nicht einem Volk. Ein Volk ist etwas tiefer. Ein Volk entsteht aus einem gemeinsamen Schicksal, aus einer Idee. Und zwar aus der Idee, dass wir ein gemeinsames Schicksal haben. Ein gemeinsames Schicksal, ohne dass wir Feinde haben, ohne dass wir einen Feind identifizieren. Ich habe heute ein sehr interessantes Interview mit Don Caron auf Corriere della Sera. Er sagte, dass wir als Christen keinen Feind brauchen und nicht einmal Islam. Das ist auch eine pragmatische Frage als Innenminister, in meinem Amt als Innenminister. In Italien haben wir 1,6 Millionen Muslime. Glauben Sie, dass sie alle Terroristen, Unterstützer sind? Denken Sie, dass alle den ISIS unterstützen? Nein, gar nicht. Wir müssen anders denken. Und das ist etwas, das wir gleich machen. Zum Beispiel in meinem Ministerium habe ich die Lieder der islamischen Gemeinschaften, der islamischen Verbände in Italien gesammelt und ich habe ihnen klar gesagt, dass unser Land ein Land ist, wo die religiöse Freiheit von der Verfassung festgesetzt ist. Das heißt also, das kommt vor den juridischen Systemen. Jeder Mensch hat seinen Gott gebetet, ohne dass es ein Staat gegeben war, dass das festsetzte. Also es gibt Religionsfreiheit. Das wird festgesetzt von unserer Verfassung. Und das habe ich den italienischen islamischen Gemeinschaften. Also ich habe ihnen einfach gesagt, ich bete nicht ihren Gott, wir haben nicht dieselbe Religion, aber ich bin der Innenminister von einem Land, wo religiöse Freiheit anerkannt ist. Aber wir müssen uns einig sein. Ich will keinen Imam, der sich von alleine trainiert und die sich radikalisiert außerhalb Italien und der dann nach Italien kommt und gewaltig predigt. Wir anerkennen die religiöse Freiheit, weil wir wollen keinen Hass und keine Predigung für Hass. Deswegen habe ich als Innenminister habe ich 9 Imam aus Italien ausgeworfen. Eine Sache ist es beten, eine andere Sache ist Hasse und Gewalt predigen. Also zunächst mal habe ich Nein zu diesen selbstgemachten Imam. Zweitens, also die Prediger, die sollen auf Italienisch sein. Drittens, sollen wir eine Art absolute Rückverfolgbarkeit von der Finanzierungsmitteln von Kultusorten und Moscheen. Und dies anhand einer Verhandlung und einem Abkommen mit diesen islamischen Gemeinschaften. Ich glaube, das ist der Weg, den wir begehen sollen. Heute, also auch dieser Dialog und diese Stärkung einer Identität, die unser Land gekennzeichnet. Wir haben also unsere Heiligen, unsere Kirchen, wir haben eine starke christliche Identität in Italien. Das gehört zu Italien. Wir haben in unserem physisch den Papst hier in unserem Territorium. Und das ist ein Schlüssel zur Sicherheit von Italien. Das sage ich klar, ohne Bescheidenheit. Wir arbeiten jeden Tag ganz stark und wissen, dass unsere Welt kein Welt mit null Risiko ist. Aber bis jetzt ist unser Land ein sicheres Land gewesen, vielleicht weil wir
den richtig gesät haben, sozusagen. Und das will ich hier klar betonen. Heute, liebe Freunde, wir als Italien und als Europa müssen wir eine entscheidende Wahl treffen. Wir müssen genau wissen, wie wir handeln wollen und was wir sehen wollen. Wenn wir Intoleranz verteilen, dann werden wir nicht weit von hier das Ergebnis von Gewalt. Wenn wir Toleranz verteilen, wenn wir Empfang und Dialog fördern, ein Dialog basiert auf Identität, dann werden wir die Sicherheit haben. Alles kommt auf uns ab. Wir müssen uns entscheiden und wir müssen stark genug sein, um das Richtige zu machen, um die richtigen Ergebnisse zu haben. Ich möchte noch etwas hinzufügen, Herr Fubini. Ich habe eine menschliche, persönliche Erfahrung gemacht, die für mich sehr wichtig gewesen ist und die möchte ich mit Ihnen teilen. Jeder von uns ist von den persönlichen Erfahrungen stark geprägt. Ich bin in Sizilien geboren, also genau an der Stelle, wo Europa endet und das Mittelmeer endet, also in Agrigento, wo Lampedusa ist. Und Lampedusa für alle Kinder von Agrigento, als ich ein kleines Kind war, Mitte der 80er Jahre, also Lampedusa war und ist noch heute noch die Insel für den Urlaub. Man nimmt die Fähre von Porto Empedocle und macht Urlaub in dem Strand der Conigli in Lampedusa. Man hat einen karibischen See, wunderschönes Wasser und die afrikanische Sonne. Also für ein kleines Kind wie ich, als für ein kleiner Junge für ich, fuhr damals mit meiner Vespa, mit meiner damaligen Freundin, die heute meine Frau geworden ist. Also ich ging damals zu Lampedusa. Das war Spaß für mich. Das war der schönste Ort auf der Welt. Das war der Ort von unserer Jugend, von unseren in einer der wunderschönsten Meeren der Welt. Ein Meer, ein See von unserer Provinz, wo alle Urlaub haben wollen. Also wir hatten die afrikanische Sonne. Das war fantastisch. Und dieser Ort, diesen Ort sehe ich jetzt unter einer anderen Perspektive. Im Oktober 2013 war ich da. Ich fuhr nach Lampedusa nicht mehr mit meiner Vespa und mit meiner Freundin, sondern als Innenminister mit einem schwarzen Anzug und ich war im Flughafen Lampedusa. Damals saßen in dem Flughafen 300 Tote, also die Körper von 300 Toten. Es gab 300 Säcke und in diesen Säcken gab es den Körper von einer Frau oder einem Mann. Und in einem Sack gab es zwei eigentlich. Es gab ein kleines Mädchen in demselben Sack mit seiner Mutter. Also zwei Körper, zwei Leichen in einem Sack. Ich werde das offen sagen, ich hoffe, dass Sie nicht dieselbe Erfahrung als diese Erfahrung machen. Es ist sehr, sehr schwierig. In einem Ort, der für mich bis zu der Zeit der schönste Ort der Welt gewesen war, als ich diese Leichen gesehen habe, habe ich unter mir gesagt, dass ich mein Bestes hätte machen müssen und wollen als Innenminister und italienischer Bürger, um zu vermeiden, dass jemand anderer genau diese Szene hätte erleben können. Und seit dem Tag habe ich eigentlich anders über dieses Thema gedacht. Ich habe durch Europa gefahren und geflogen und angefangen zu sagen, dass ich als Innenminister, also man kann nach Europa fragen und einfach Europa verlangen, dass diese Grenze eine europäische Grenze und deswegen, dass Europa die Aufgabe hat, eben diese Grenze zu schützen, dass die Kosten für den Schutz von dieser Grenze praktisch Europa tragen soll und dass die Flüchtlinge in ganz Europa verteilen soll. Das habe ich seitdem gemacht. Niemand kann mich fragen, dass ich vor einer Mutter oder einem Kind oder seiner Mutter, die im Meer sterben, dass ich denen nicht schütze und nicht rette.
ich werde sie nie sterben lassen. Niemand kann von mir verlangen, dass ich das mache, weil wir ein großes Land sind. Zunächst retten wir sie, und wenn sie dann aufs Land sind, dann fragen wir sie, ob sie illegale Flüchtlinge sind oder nicht illegale Flüchtlinge sind. Wenn sie nicht illegal sind, dann werden sie empfangen. Das ist Zivilisierung, und das ist genau das, was wir machen sollen, um eben Toleranz und Sicherheit zu haben, anstatt Hass und Gewalt. Grazie, Ministro. Ministro. Herr Minister de Maizière, Angelino Alfano hat eine sehr interessante Sache gesagt. Er hat von Toleranz gesprochen und hat gesagt, dass Toleranz zur Sicherheit führt. In Deutschland herrscht eine Debatte, eine sehr komplexe Debatte in Deutschland, auch mit den Innenministern von verschiedenen Ländern, über den Ausmaß von dieser Toleranz. Inwieweit kann man akzeptieren, dass einige Frauen den Burka tragen, dass man sie nicht erkennen im Gesicht und im Körper? Diese Diskussion hat in Cannes angefangen, dann über den Burkini. Also diese Maßnahmen für die religiöse Identifizierung der Menschen, sie haben ihre Meinung geäußert, und ich habe den Eindruck gehabt, dass sie eine Art Kompromisse zwischen den verschiedenen Meinungen, auch in ihrer Partei, in ihrer Koalition. Können Sie darüber sprechen und uns erzählen, was für eine Diskussion heute in Deutschland gibt? Ja, zunächst ist Toleranz und Freiheit für uns konstitutiv. Aber wir Deutschen haben in unserer Geschichte gelernt, dass es Grenzen der Toleranz geben muss. Und deswegen sagen wir, keine Toleranz für Intoleranz. Wenn jemand selbst völlig intolerant ist, dann muss auch Toleranz irgendwo eine Grenze haben. Toleranz ist etwas anderes als Naivität. So, und diese Grenze heißt zum Beispiel Anerkennung unserer Gesetze. Bevor ich zur Burka komme, will ich etwas anderes sagen. Bevor ich zur Burka komme, will ich ein anderes Beispiel sagen. Wir erleben jetzt unter den Flüchtlingen zum Teil Ehen mit Kindern. Mit Mädchen, die sind 12, 13, 14 Jahre alt. Und selbst wenn das im Recht bestimmter Staaten in Ordnung ist, in Deutschland ist es nicht in Ordnung. Deswegen wollen wir diese Ehen nicht anerkennen. Da ist die Grenze der Toleranz erreicht. Eine Frau muss erwachsen sein, um zu entscheiden, ob sie einen Mann heiratet und nicht als Kind verheiratet werden. Jetzt zur Burka. Wir alle, glaube ich, lehnen die Burka ab. Unsere Gesellschaft lebt davon, dass man sein Gesicht zeigt. Dass man sich zu erkennen gibt. Man sagt, wie man heißt. Warum geben wir uns die rechte Hand? Das war die Hand, mit der man früher eine Waffe trug. Und dass sich die Hand geben, war im Grunde der Verzicht auf die Benutzung der Waffe. Es war ein Friedensgruß. Und dass ich in die Augen gucken, ist ein Zeichen der Kommunikation. Außerdem verstößt die Burka gegen jede meiner Vorstellungen von der Rolle der Frau. Deswegen lehnen wir gesellschaftlich das Tragen der Burka ab. So, nun bin ich aber auch Verfassungsminister. Ich bin Jurist und muss fragen, muss man alles, was man ablehnt, verbieten?
Und wir haben etwa in Frankreich gelebt, erlebt, in Frankreich ist die Burka verboten. Es wird genauso viel Burka getragen wie vor dem Verbot. Es ist auch ein Unterschied, ob man eine Frau eines Diplomaten ist oder ob man ein Tourist ist aus einem Land, wo die Burka getragen wird. Oder ob man sozusagen als Frau in Deutschland leben möchte. Das ist dauerhaft leben möchte, das ist ein Unterschied. Das ist aber für einen Polizisten nicht zu erkennen, wenn er eine Frau mit Burka sieht. Und deswegen haben wir jetzt folgenden Kompromiss gefunden. Erstens, wir lehnen alle das Tragen der Burka ab. Das ist eine gesellschaftspolitische Position. Zweitens, wir können und wollen von unserer Verfassung her aber nicht das allgemeine Tragen der Burka verbieten. Aber drittens, überall da, wo das Gesicht zeigen für das Funktionieren unserer demokratischen Gesellschaft wichtig und ausschlaggebend ist, verlangen wir, dass es keine Burka gibt. Nicht im Kindergarten, nicht in der Schule, nicht in der Universität, nicht am Steuer eines Kfz, nicht bei den Meldebehörden, nicht beim Standesamt, nicht bei einer Demonstration und nicht im öffentlichen Dienst, nicht als Lehrer, als Richter, als Polizist. Und wir glauben, das ist ein guter Kompromiss zwischen der gesellschaftlichen Ablehnung, zwischen der Position, wo das Gesicht zeigen nötig ist. Beim Straßenverkehr ist es offensichtlich. Mit der Burka sieht man nicht genug. Es ist eine Gefahr für den Straßenverkehr. Und man kann nicht von der Polizei geblitzt werden, wenn man zu schnell fährt. Also für den Straßenverkehr ist wichtig, dass man sein Gesicht zeigt. Und genauso als Lehrer. Man ist als Lehrer Repräsentant eines demokratischen Landes. Und das geht nur mit Gesicht. Also überall da, wo das Gesicht zeigen nötig ist, Burka-Verbot, aber da, wo es nicht oder wo es unverhältnismäßig wäre, es zu verbieten, müssen wir tolerant sein, genug das aushalten zu können. Und das scheint mir ein richtiger Weg zu sein zwischen Toleranz und der Klarheit der Regeln, die wir für eine Demokratie brauchen. Vielen Dank, Herr Minister. Es wird oft gesprochen, inwieweit wir dieses deutsche Beispiel folgen werden sollen oder nicht. Ich glaube, wir haben viel zu lernen, eben die Entwicklung in Deutschland zu folgen. Wir haben unser Gespräch angefangen über Europa, mit dem Thema Europa. Das Thema Relocation, die Verteilung der Migranten, war eine Säule der europäischen Antwort. Es gab eine weitere Säule, die aber bis jetzt gut funktioniert hat. Und das war eben dieses Übereinkommen mit Türkei. Also viel Geld, 6 Milliarden Euro. Und dann eine Reihe von gegenwärtigen Bedingungen, aber der Strom von der Türkei hat sich unterbrochen, ist jetzt unterbrochen. Ich glaube, dass eben dieses Abkommen mit der Türkei ist aber jetzt in keinem guten Zustand. Wenn ich mich nicht irre, ist der 1. Oktober der Termin, ab dem die Reisen ohne Visum von der Türkei
unter der Voraussetzung, dass die Türkei ihre Gesetze in Bezug auf Menschenrechte verändert. Aber der allgemeine Eindruck, den man hat, ist es, dass eben die Beziehungen zu der Türkei, zu dem türkischen Präsidenten, sich verschlechtert haben und dass eben dieses Abkommen eigentlich nicht in Kraft setzen werde. Ist es wahr, Herr Alfano und dann Herr de Maizière? Also das Abkommen mit der Türkei basiert auf einem Schema und das widerspiegelt den Zustand der Welt von heute. Das Thema des Drucks, den an uns durch die Einwanderung kommt, ist praktisch der neue Waffen der modernen Geopolitik. All diejenigen, die in der Lage sind, Druck von diesem Druck der Einwanderung auszusetzen, hat einen zusätzlichen Waffen in Bezug auf die diplomatischen Verhandlungen, die man durchführen kann. Und wenn wir das klar sagen wollen, dann müssen wir sagen, dass die Türkei eben diesen Waffen in der Hand hatte. Und warum ist es der Fall? Diese Verwendung der Flüchtlinge als Wahlthema in den einzelnen Ländern hat als Folge die Tatsache, dass die Zuströme von Flüchtlingen kann sich auf die Regierungen bewirken. Also Deutschland und hat ein Abkommen mit der Türkei, Europa hat ein Abkommen mit der Türkei gehabt, seitdem die Türkei praktisch die Flüchtlinge nicht durchgehen lässt. Das Schema dieses Abkommens mit der Türkei sollte von Europa auch mit Libyen dupliziert werden. Wir haben 90% und mehr der Migranten, die praktisch aus Libyen kommen. Und deswegen kann dieses Problem nur gelöst werden, wenn wir ein ähnliches Abkommen auch mit Libyen gemacht machen. Wir müssen auch klar sein, wir haben das Problem der Migranten in Italien, weil wir die Kosten bezahlen von einer Arbeit, die internationale Gemeinschaft nicht zu Ende gemacht hat. Also sie haben Gaddafi abgestürzt, keiner wollte das Regime, aber sie haben dann die Aufgabe nicht vollendet. Und wir Italiener, wir bezahlen die libysche Instabilität Zuströme von Migranten. Wenn die internationale Gemeinschaft eben ihre Aufgabe vollendet würde, das war eine Aufgabe, die internationale Gemeinschaft hätte machen sollen, dann hätten wir heute dieses Thema der Flüchtlinge nicht so sehr. Also wir praktisch bezahlen die Kosten für eine Arbeit, die internationale Gemeinschaft nicht gemacht hat, nicht vollendet hatte. Die internationale Gemeinschaft soll weiterarbeiten gegen den Islamischen Staat oder den Islamischen Staat auch innerhalb von Libyen. Aber gleichzeitig muss Europa auch handeln, um ein Abkommen, ähnliches Abkommen, so wie dem Abkommen mit der Türkei, mit Libyen, in der Hoffnung, dass diese neue libysche Regierung Stabilität zu Libyen geben werde. Zurück zu Ihrer Frage, also was die Beziehung zu der Türkei angeht, dann muss dieses ein diplomatisches Abkommen nicht mehr zwischen Deutschland und der Türkei, sondern zwischen Europa und der Türkei. In der Türkei muss man ernsthaft in Bezug auf Menschenrechte sein. Gleichzeitig muss man aber wissen, dass also wenn dieses Abkommen nicht in Kraft gesetzt werden, dann wissen wir ohne die Zuströme, wo die Zuströme von den Flüchtlingen enden werden. Der balkanische Weg würde sich öffnen. Und dieser Weg ist diejenige, die am besten von den Foreign Fighters beliebt ist. Das ist der Weg der Schmuggler und das hat immer eine Gefahr für Europa dargestellt. Also was ich sagen möchte, ist Folgendes. Also wir sollten vorsichtig sein. Dieses Abkommen mit der Türkei muss pragmatisch und konkret behandelt werden. Ich will keine Libya-Biss in Bezug auf die Flüchtlinge. Eine weitere Frage bezieht sich auf das Thema
des balkanischen Wegs, und zwar Sicherheit. Pragmatisch gesehen haben wir ein Problem gehabt. Anfang 2015 hat es einen komischen Zustrom von großen Booten. Sie wurden von den Schleppern gekauft mit wenigen Geldern. Sie wurden mit vielen Migranten gefüllt. Und diese Boote richteten sich nach Apulien von Libyen. Die wurden dann verlassen, einige Meilen weg von der apulischen Küste. Und die Schlepper gingen dann weg. Sie ließen eben das Boot Richtung Apulien automatisch fahren. Das waren die Tage gleich nach Charlie Hebdo. Ich flieg sofort und in die Türkei und fragte der Türkei eine Unterstützung, um eben, ich habe denen mehr Zusammenarbeit von der Türkei, weil wir von unserer Intelligence gewusst hatten, dass es mehr und mehr Leute in den Häfen, in den türkischen Häfen geben sollten, die eben auf diesen Booten hätten fahren wollen, und der Strom ist dann zu Ende gebracht worden. Das ist ein Beispiel von positiver Zusammenarbeit mit der Türkei. Ich habe eine letzte Bemerkung über Libyen und den Migranten. Ich habe mit großer Aufmerksamkeit die Rede von einem wichtigen Italiener, unserem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella, gefolgt. Ich habe das mit großer Aufmerksamkeit befolgt. Ich habe all die Erklärungen von Mattarella gelesen, und ich habe in seinen Erklärungen gelesen, dass er wirklich viele sinnvolle Sachen und konkrete Sachen, gut gedachte und gut gemeinte Sachen gedacht hat und geschrieben hat. Und dann an den folgenden Tagen habe ich von einer großen Aggression gegen unseren Präsidenten Mattarella, weil er vernünftige Sachen gesagt hatte. Ich würde einfach das sagen. Also das Land, wo praktisch den guten Sinn revolutioniert werde, wenn dass gut gemeinte Meinungen vintage werden, dann ist es nicht eine gute Sache für ein Land. Als ich eben diese Aggression, diese Angriffe sozusagen an Präsidentin Mattarella für die Erklärungen, für die gut gemeinten Erklärungen, die er gemacht hatte hier, dann habe ich gedacht, ich hoffe, dass Italien eben diese gut gemeinte Erklärungen als revolutionär befindet, weil wenn diese Erklärungen als revolutionär betrachtet werden, dann hat Italien wirklich große Probleme. Dann steht Italien vor dem Abgrund. Ich hoffe, das wird nie stattfinden. Ich hoffe, dass das, was Sergio Mattarella hier gesagt hat, eigentlich dem guten Sinn von all den gut gemeinten Leuten entspricht. Also Minister Alfano hat auch das Thema von einem. Herr Minister Alfano hat auch über das Thema der Türkei gesprochen und hat auch über ein mögliches Abkommen mit Libyen gesprochen. Das könnte uns viel Milliarden kosten. Glauben Sie, dass wir die Ressourcen, die Mittel dazu haben? Ja, ich will gerne zu dem Türkei-Abkommen etwas sagen und will noch einmal erklären, was sozusagen die Methode ist. Vor dem Abkommen gab es eine einzige kriminelle Organisation, die darüber entschieden hat, wer nach Europa kommt, nämlich die Schleuser und das Portemonnaie der Flüchtlinge. Das ist das inhumanste Verteilkriterium für Flüchtlinge überhaupt. Und ein Geschäftsmodell für die Schleuser. Und deswegen haben wir mit dem Türkei-Abkommen Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, jeder, der mit einem Schlepper nach Europa kommt, in dem Fall Griechenland, muss sicher sein, dass er nicht weiter nach Europa kommt. Nun könnte man sagen, das ist eine Politik der Abschottung. Die ist nicht human.
Deswegen gibt es einen zweiten Teil des Abkommens. Und das zweite Teil des Abkommens sagt, im Gegenzug wird für jeden, der illegal versucht, nach Europa zu kommen, holt Europa einen anderen von den Flüchtlingen aus der Türkei. Nach dem Kriterium der Schutzbedürftigkeit und nicht zur Gewinnmaximierung von Schleppern. Das ist vernünftig und das ist human. Jetzt kann man sagen, und warum kriegt die Türkei dafür Geld? Nun, der Grund ist, die Türkei hat 2 bis 3 Millionen Flüchtlinge in der Türkei aufgenommen. Das ist viel mehr als ganz Europa. Und dieses Geld bekommt die Türkei nicht allgemein in den Haushalt, um etwas zu finanzieren, was der Präsident möchte, sondern dieses Geld geht zweckgebunden in Projekte zur Hilfe und Unterkunft für die Flüchtlinge, die in der Türkei sind. Also Schulen für Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge, die in der Türkei sind. Auch das ist vernünftig. Und das Geld, was wir dort ausgeben, müssten wir ohne ein solches Abkommen in Europa ausgeben, zur Unterbringung der Flüchtlinge bei uns. Und das wäre im Zweifel vielleicht sogar teurer. So, deswegen ist dieses Abkommen richtig, unabhängig von der Frage, wie man jetzt die innenpolitische Situation in der Türkei beurteilt. Und da haben wir viel Kritik zu üben. Ein Teil dieses Abkommens sind dann die Frage der Visumserleichterung. Darüber haben Sie gesprochen. Und da ist ganz klar, es gibt eine Verpflichtung der Türkei und es gibt eine Verpflichtung Europas. Und wenn die Türkei ihre Verpflichtung nicht erfüllt, dann kann es auch keine Visumsliberalisierung nach Europa geben. Aber da Präsident Erdogan klar gesagt hat, dass er nicht beabsichtigt, die Bedingungen Europas in diesem Feld akzeptieren will. Also ich habe einfach gesagt, dass Präsident Erdogan klar gesagt hat, dass er nicht die Bedingungen, insbesondere auf dem Feld Menschenrechte, die Europa verlangt für die Liberalisierung der Visums, der Visa der türkischen Bürger. Und da dies einer der Voraussetzungen, die also von der Türkei verlangt worden ist, um eben dieses Migrantenabkommen in Kraft gesetzt zu werden, dann frage ich den Minister, ob der das Abkommen... Teile ich nicht, weil Verhandlungen erst dann zu Ende sind, wenn sie zu Ende sind. Und wir haben jetzt Ende August und die Verhandlungen über das Thema Visum haben noch 6 Wochen Zeit. Und Verhandlungen werden immer am Schluss der Verhandlungen entschieden und nicht mittendrin. Also da müssen wir einfach mal ruhige Nerven bewahren. Und jetzt will ich noch ein anderes Argument sagen. Auch die Türkei hat kein Interesse daran, dass Hunderttausende von Syrien, von Afghanistan, von Pakistan durch die Türkei nach Europa gehen. Viele bleiben nämlich in der Türkei.
Wenn die ganze Küste, die an sich für Touristen da ist, in der Hand von kriminellen Schleppern ist, ist das auch nicht im Interesse der Türkei. Deswegen gibt es gute Gründe, dass auch die Türkei ein Interesse an diesem Flüchtlingsabkommen hat. So, jetzt hat Angelino Alfano gesagt, wir brauchen so etwas auch für Libyen. Und die Auffassung teile ich. Allerdings ist ein solches Abkommen mit Libyen komplizierter als mit der Türkei. Weil Libyen so ein kompliziertes Land ist und die Regierung so schwach. Aber das ändert nichts an dem Ziel, dass die Methode richtig ist. Und ich wiederhole nochmal die Methode. Jeder, der sich aufs Mittelmeer begibt, muss gerettet werden. Das ist Völkerrecht und das ist Teil unserer christlichen Verantwortung. Aber es gibt deswegen keinen Anspruch, dauerhaft in Europa zu bleiben. Und deswegen ist es richtig, dann zu versuchen, mit einem solchen Abkommen auch zu erreichen, dass die geretteten Menschen nach Libyen zurückgeschickt werden. Allerdings in Umstände, die sicherer sein müssen als jetzt. Und dass dann von dort diejenigen, die keinen Schutzbedarf haben, in ihre Heimat zurück müssen. Und dass diejenigen, die schutzbedürftig sind, über Resettlement nach Europa und einer gerechten Verteilung auf die europäischen Staaten kommen. Und das ist die richtige Methode. Allerdings ist der Weg komplizierter als mit der Türkei. Und eine letzte Bemerkung. Italien arbeitet an diesem Thema, Libyen. Deutschland hat sehr stark beim Thema Türkei gearbeitet. Das hat historische Gründe. Aber eigentlich ist eine solche Aufgabe viel mehr eine europäische Aufgabe, einer europäischen Außenpolitik. Weder Deutschland kann die Verhandlungen mit der Türkei alleine führen und Italien kann die Verhandlungen auch mit Libyen nicht alleine führen. Und deswegen ist der Weg, den Italien vor einigen Wochen vorgelegt hat, mit einem Strategiepapier zur Lösung dieses Problems, gemeinsam mit Nordafrika eine europäische Strategie zu entwickeln, wo Deutschland und Italien und Frankreich und so weiter mithelfen, aber wo wir das nicht alleine tun, sondern Europa gemeinsam. Das ist der richtige Ansatz und der muss weiter verfolgt werden. Also wir sind fast am Ende von unserem Gespräch. Als wirtschaftlicher Journalist möchte ich eine Frage an beiden Minister stellen. Denken Sie, dass dieser italienische Vorschlag, der viel Geld kosten werde, glauben Sie, dass wir die Ressourcen dazu haben werden? Und dann möchte ich noch Folgendes von Ihnen wissen. Ich möchte Ihre Meinung haben über dieses Thema. Herr Minister, sagen Sie uns bitte dazu über die Mittel und die Ressourcen für ein Abkommen. Ich betone ein Thema fürs zweite oder drittes Mal, aber das ist etwas, an dem ich wirklich glaube. Entweder Europa klar versteht und konsequent handelt, also klar versteht, dass in Bezug auf eine Antwort für Flüchtlinge
Also hier liegt der Schwerpunkt von dem Schicksal Europas. Wenn dies nicht gemacht wird, dann wird Europa keine Zukunft haben. Und dies, weil wir das Kontinent der Freiheit haben. Wir sind das Kontinent der Rechte. Wir sind das politische Kontinent der Demokratie, des Friedens und des Wohlstands. Und zum ersten Mal sind wir mit einer wirtschaftlichen Krise auseinandergesetzt, die in vielen Ländern, darunter auch Italien, so lange wie die Zweiten Weltkriege gedauert hat, zwischen 2008 und 2015, also eine sehr lange wirtschaftliche Krise. Und aus der anderen Seite sind wir mit einer anderen großen Flüchtlingskrise seit Ende des Zweiten Weltkrieges auseinandergesetzt. Also Europa hat eine wirtschaftliche Krise zu lösen und die Flüchtlingskrise. Also entweder Europa gibt die richtige Antwort oder Europa wird keine Zukunft haben. Ein Kontinent, der nicht in der Lage ist, eine ernsthafte Organisation zu handeln, zu verwalten, mit einer starken Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten und gleichzeitig auch eine starke Anwendung von einem Zusammenarbeitsprinzip mit diesen Ländern. Wenn dies nicht erfolgt, dann ist unser Kontinent nicht stark. Wir geben sehr viel Geld aus für internationale Zusammenarbeit und dann sagen wir den internationalen Ländern, wir geben den afrikanischen Staaten Geld für internationale Zusammenarbeit, aber die afrikanischen Staaten sollen uns helfen, ihre Migranten nicht abfahren zu lassen. Wir helfen diese Länder, aber sie sollen uns helfen. Zweitens, ein Kontinent, der nicht in der Lage ist, eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge zu machen, ist nicht der dramatischen Lage bewusst, in der er sich befindet. Und drittens, ein Kontinent, der diese Leute wieder nach Hause schicken kann, das heißt also, wir empfangen die Flüchtlinge, aber wenn wir illegale Migranten haben, dann sollen wir in der Lage sein, eben diese Leute wieder zurückzuschicken. Diese drei Dinge haben einen Kosten, einen wirtschaftlichen Kosten und auch einen politischen Kosten. Der politische Kosten liegt in der Leadership. Wir müssen ein Leadership identifizieren und ausüben. Es muss jemanden geben, der wissen soll, dass Europa mit einer einzigen Stimme sprechen soll. Und diese einzige Stimme ist die Stimme von 28 Mitgliedstaaten. All dies heißt Zukunft. Dies ist das Thema. Das sind die Themen der Zukunft. Vielleicht haben Sie das schon gesehen, aber das Thema der Grenzen ist das modernste Thema der aktuellen Politik. Das ist ein sehr altes Thema, aber das ist praktisch das Thema von Trumps Wahlkampagne und von den Wahlkampagnen in vielen Ländern Europas. Wenn man zurück an die Geschichte zurückblickt, dann ist das Mittelmeer hat das Mittelmeer erneut eine zentrale Rolle. Der Nahe Osten, Syrien oder die Migranten oder zum Beispiel die Verhaftung von Schleppern, dann sprechen wir immer über den Mittelmeer. Und ich will von einem Mittelmeer mit George Lapira, Fortsetzung des Sirius. An den großen Ozeanen denken, die in anderen Kontinenten, die große Erde. Wenn Sie also zu diesen Ozeanen das Mittelmeer so groß wie also die Fortsetzung dem See von sagte George. In diesem kleinen Meer werden die Schicksale der Welt gespielt, die Schicksale von Frieden, Sicherheit und Freiheit. Und Europa wird dann die Verantwortung haben, zu beschließen, ob wir Protagonist spielen werden oder ob wir
kulturell unterworfen, anderen unterworfen sein werden. Und das ist praktisch das Ende, das wir nicht wollen. Wir wissen nämlich ganz genau, dass die ganze Welt ein Europa braucht, die die anderen empfängt und sicher ist. Und ein Europa, das die anderen empfängt, vielleicht von anderen respektiert sein wird. Aber ein Europa, das nur auf Sicherheit setzt, ohne die Leute empfangen zu werden, wird ihre historischen Grundsätze verlieren werden. Also wir verlangen Identität von Europa. Wir verlangen von Europa, dass Europa christlichen, judaischen Wurzeln hat. Und wenn diese Identität, diese christliche Identität bestätigt wird, dann können wir allen offen sein, mit Ernsthaft, ohne Provokation, mit einem großen Herzen und mit einem Vernunft, der in der Lage ist, an die Zukunft zu denken. Das ist kein großer Traum, aber das ist die Hoffnung von den Liedern, die heute in Ventotene sind. Ich glaube, sie machen einen guten Dienst zu Europa. Ein Europa, die nicht hofft und träumt, ist ein Europa, die uns betreut. Und die steht nicht im Dienst von unseren Kindern. Das heißt also diejenigen, für die viele von uns in der Politik und in den Institutionen arbeiten. Ich möchte gerne eine Schlussbemerkung machen, weil wir zum Ende kommen müssen. Das ist die erste Antwort auf die Frage, wie ist es mit dem Geld? Herr Fubini hat gefragt, haben wir dafür genug Geld? Meine Antwort ist, bisher zahlen wir zwei- oder dreimal. Wir zahlen für Entwicklungshilfe, internationale Zusammenarbeit in den afrikanischen Staaten mit mittelmäßigem Erfolg. Wir bezahlen eine teure Küstenwache. Wir bezahlen für teure Verfahren in Europa. Wir bezahlen für Rückführung. Und einer der Hauptprofiteure sind die Schleuser. Und deswegen ist es sinnvoller, so zu überlegen, dass wir möglichst nur einmal bezahlen. Und das bedeutet eine kluge Entwicklungszusammenarbeit, eine kluge Hilfe in den Staaten, in denen es Probleme gibt. Das heißt, aus diesen Staaten heraus muss aus humanitärer Verantwortung im Resettlement müssen die geholt werden, die einen Schutzbedarf haben und in Europa verteilt werden. Und alle anderen müssen Europa wieder verlassen. Und da hilft man dann am besten denen, die an den Grenzen sind, im Norden Afrikas oder weiter südlich, dass sich diese Menschen gar nicht erst aufmachen. So, das heißt, auf Dauer ist das billiger, als wenn wir zwei- oder dreimal zahlen. Eine Bemerkung noch zu Europa. Ich bin in der glücklichen Lage, anders als Angelino, ich bin auch für den Sport zuständig. In Deutschland. Und wir hatten jetzt die Olympischen Spiele in Rio. Und Deutschland ist in einigen Disziplinen sehr gut. Zum Beispiel im Rudern und im Kanu. Und ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Wenn Sie einen Achter sehen im Rudern oder einen Vierer im Kanu, da sitzen vier Spitzensportler. Jeder ein Individuum. Jeder stark. Jeder trainiert für sich. Aber Erfolg haben Sie nur, wenn Sie gemeinsam sind. Im selben Rhythmus. Aufeinander achtend. Und nur wenn Sie das tun, kommen Sie am schnellsten vorwärts. Und wir in Europa haben es im letzten Jahr ganz gut geschafft. Gut in Anführungsstrichen. Dass wir alle viel gerudert haben oder viel gepaddelt haben, aber nicht gleichzeitig, nicht im gleichen Rhythmus und manchmal in eine andere Richtung.
Und das haben wir aber, glaube ich, gelernt im letzten Jahr, dass das zu keinem guten Ergebnis führt, zu keinem unserer Länder. Und deswegen ist Europa sozusagen auch, die können Europa auch als ein Bild nehmen für eine erfolgreiche Mannschaft, die aus Staaten besteht mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, die wir ein Ziel haben und die in eine gemeinsame Richtung etwas machen wollen. Und dann, glaube ich, hat Europa Erfolg. Und das ist der einzige Weg, mit dem wir diese epochale Herausforderung der internationalen Flüchtlingskrise so bewältigen können, dass wir unserer humanitären Verantwortung genauso gerecht werden wie den Interessen unserer Bevölkerung, dass sie nicht überfordert werden. Und dass Deutschland und Italien und Italien und Deutschland und wir beide und genauso die Kanzlerin und der Ministerpräsident dazu jetzt gemeinsame Wege gefunden haben, finde ich wunderbar. Und mir ist wichtig, das in Rimini nochmal zu sagen, dass wir alle diese Wege gemeinsam gehen wollen. Grazie. Vielen Dank an unsere Gäste, an unsere Minister, die uns geholfen haben, vieles zu lernen. Vielen Dank an unsere Zuhörer. Das war sehr interessant. Und vielen Dank an die Organisatoren der Meetings und an die vielen freiwilligen Arbeiter, die perfekt gearbeitet haben, tadellos gearbeitet haben, um eben diese Veranstaltung zu organisieren. Also guten Abend, guten Appetit. Danke.